Du bist auf der Suche nach einer neuen Winterjacke? Dann hör jetzt mal ganz genau hin, denn heute stelle ich dir 5 verschiedene Styles an Winterjacken vor. Leute, ich habe mir die Mühe gemacht, bin losgetigert und habe mir zigtausend verschiedene Winterjacken anprobiert. Aber am Ende des Tages kann man das Ganze runterbrechen auf 5 verschiedene Arten bzw. Styles. Und genau die stelle ich euch heute in diesem Video vor. Und zu jedem Style bzw. zu jeder Art von Winterjacke packe ich euch verschiedene Beispiele in jeder Preiskategorie unten in die Infobox rein. Also schaut da gerne mal rein. Starten wir mit der ersten Kategorie und zwar mit Puffer Jackets. Puffer Jackets sind, glaube ich, schon beliebt seit eh und je. Also schon über Jahrzehnte lang hat man Puffer Jackets getragen. Damals waren es noch die Helly Hansen Jacken, die man auch reverse tragen konnte. Mittlerweile gibt es von diversen Marken Puffer Jackets. Das Coole an Puffer Jackets oder auch als Downjacke bekannt ist, dass man einfach so einen etwas breiteren urbanen Look hat. Man sieht einfach ein bisschen breiter aus in den Jacken. Die Jacken halten je nach Fütterung auch sehr warm. Aber achtet auf jeden Fall drauf, was für eine Fütterung es ist. Denn es gibt zum Beispiel Downjacken, die mit Down gefüllt sind. Aber es gibt auch günstigere Varianten, die zum Beispiel nur wattiert sind. Puffer Jackets sind gerade für die Leute geeignet, die vor allen Dingen sportlich unterwegs sind, einfach ein bisschen lockerer unterwegs sind, kann man ganz easy kombinieren. Auch zum Beispiel mit Jogginganzügen klappt das ganz gut. Persönlich nicht meine Favorite-Jacke, aber auf jeden Fall eine Jacke, die man im Kleiderschrank haben kann. Machen wir weiter mit der wohl beliebtesten Art von Winterjacke überhaupt, und zwar mit einem Parker. Parker sind wesentlich flexibler stylbar als zum Beispiel eine Puffer-Jacket, denn einen Parker kannst du zum Beispiel sportlich tragen, aber auch elegant tragen. Und mit einem Parker kannst du einfach nichts falsch machen. Du kannst nämlich zum Beispiel einen Parker auch über einem Anzug tragen, ja, etwas eleganter, aber auch ganz sportlich mit Jeans, ja, geht auch. Von daher ist der Parker wohl die beliebteste Winterjacke überhaupt, gerade bei uns Deutschen. Und ich würde dir vorschlagen, wenn du dich für den Parker entscheidest, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du ein zeitloses, schlichtes Design hast und dass die Jacke bzw. der Parker auch wirklich von hoher Qualität ist. Es gibt Winterjacken bzw. Parker, die haben auch noch so einen Pelzkragen. Persönlich ist das jetzt nicht so mein Favorit und grundsätzlich solltet ihr sowieso darauf achten, dass wenn ihr sowas kauft mit einem Pelzkragen, dass es kein Echtpelz ist, den Tieren zuliebe. Machen wir weiter mit der elegantesten Form von Winterjacke, und zwar einem Mantel. Ein Mantel sollte eigentlich in jedem Männerkleiderschrank drin sein, denn so einen Mantel kann man wirklich über Jahrzehnte hinweg tragen. Achtet darauf, wenn ihr euch einen Mantel auswählt, dass ihr auf jeden Fall einen guten Stoff habt, auch einen Stoff habt, der schön warm hält. Und grundsätzlich ist es so bei Mänteln, dass ihr wirklich auch verschiedene Styles auch bei einem Mantel auswählen könnt. Klar, Mantel ist die eleganteste Form von Winterjacke, passt natürlich sehr gut zu einem Anzug, aber es gibt auch hier verschiedene Unterschiede, wie zum Beispiel die Länge, die Art des Revers. Da kann man einfach auch schauen, ob man vielleicht ein sportlicheres Modell bekommt oder vielleicht ein etwas eleganteres, wenn es etwas schmaler geschnitten ist. Wenn ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt rund um das Thema Outfits und Styling, dann checkt mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und da gibt euch einfach so ein paar Richtlinien mit in die Hand, die ihr einfach wissen müsst, um euch einfach gut kleiden zu können. Mit dem Gutscheincode DALENKORDEN20 bekommt ihr übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book. Link dazu findest du unten in der Infobox. Machen wir weiter mit einer coolen und gleichzeitig lässigen Variante und möglicherweise auch schon fast legendären Variante, seitdem es Top Gun gibt, und zwar mit der Pilotenjacke. Es gibt wirklich verschiedene Arten von Pilotenjacken in vielen verschiedenen Farben. Die Pilotenjacken sind aber grundsätzlich einfach ein bisschen kürzer geschnitten. Von daher solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du eine gute Fütterung hast von innen, dass nicht nur der Kragen gefüttert ist, sondern es wirklich von innen gut gefüttert ist, damit die Pilotenjacke bzw. Winterjacke dich dann dementsprechend auch im Winter vor Kälte schützt. Wenn du auf der Suche bist nach einer Pilotenjacke, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal bei Zara vorbeizuschauen. Die haben da wirklich viele verschiedene, unterschiedliche Varianten in verschiedenen Preiskategorien. Ich bin mir sicher, dass du da auf jeden Fall fündig werden wirst. Machen wir weiter mit der Multifu-Jacke, der multifunktionalen Jacke, das, was die Deutschen lieben, die Jacke, mit der du allzeit bereit bist. Die Jacke hält warm bis zu minus 50 Grad, ist wasserabweisend, ist windabweisend, hat ultra viele Taschen und am besten auch noch ein integriertes Ladegerät für dein Mobiltelefon. Das ist wirklich sehr praktisch. Kann man nicht anders sagen. Vom Stil her finde ich die multifunktionellen Jacken jetzt nicht ganz so cool, weil sie, wie gesagt, meistens immer sehr, sehr viele Taschen haben. Ich mag es eher ein bisschen minimalistischer. Aber wer drauf steht, ja, der ist mit einer multifunktionalen Jacke auf jeden Fall gut bedient, denn man kann sie auch in 3-in-1 Versionen bekommen. Heißt, du kannst sie in 3 verschiedenen Varianten tragen. Da hatte ich echt auch ein paar von an. Diese Jacken sind tatsächlich sehr, sehr praktisch für den Winter. Gerade dann, wenn du zum Beispiel auf Expedition auf der Antarktis bist. Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine anderen Arten von Winterjacken
Winterjacken gibt. Es gibt sicherlich auch einige Trenderscheinungen, wie zum Beispiel Teddyjacken oder auch dick gefütterte Regenmäntel, die man sicherlich auch zu Winterjacken zählen kann. Aber wenn man das Ganze runterbrechen möchte auf 5 Kategorien, sind das wohl die Top 5 Kategorien. Schreibt ihr jetzt auch gerne mal in die Kommentare rein, welchen Style bzw. welche Art von Winterjacke ihr am coolsten und am besten findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen tollen, kalten Winter mit gut warm haltenden Winterjacken. Und schaut auf jeden Fall in die Infobox rein. Ich habe euch da einige verlinkt.